Hallo Jeanette, grüß dich. Das immer wieder. Auf ein neues. Herzlich willkommen bei Jadegrün und Rubinfeuerrot. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, jetzt schon wieder können wir sagen. Ne? Im Januar haben wir unseren Film rausgebracht zum Gemeinschaftsprojekt Solarpark Enzkirchen. Wo es darum ging, dass wir den Bau eines Solarparks auf den Feldern verhindern möchten. Wir befinden uns jetzt aktuell hier im Mai wieder am Rande, mitten in den Feldern, wo er gebaut werden sollte, und möchten heute ein Statement abgeben zum aktuellen Stand der Dinge. Ja, Eva, gestern gab es eine Gemeinderatssitzung in Schöllkrippen, gleichwohl in Sommerkahl. Du warst in Schöllkrippen. Wie ist der Stand der Dinge? Wie sieht es aus zum Thema Solarpark Enzkirchen? Ja, also dazu haben wir heute eine Stellungnahme verfasst und haben die auch rausgesendet. Also wir sind der Einladung gefolgt vom Bürgermeister Marc Babu, in die Gemeinderatssitzung zu kommen am gestrigen Abend ab 19.30 Uhr und würde kurz die Stellungnahme verlesen. Ja. Wir als Bürgerinitiative Solarpark Enzkirchen sind sehr dankbar, dass der Gemeinderat Schöllkrippen mit 11 Stimmen dafür, 5 Stimmen dagegen gestimmt hat, das Projekt Solarpark Enzkirchen zurückzustellen und im nächsten Anlauf alles Erdenkliche zu tun, um mit unserem Netzbetreiber Bayernwerk einen Netzausbau mit eigenem Umspannwerk im oberen Kahlgrund zu forcieren. Durch das Umspannwerk können alle bereits vorhandenen Solaranlagen einspeisen und müssen nicht bei bestem Wetter abgeschaltet werden, da zu viel Strom vorhanden ist. Alle folgenden Solaranlagen und erneuerbaren Energien auf versiegelten Flächen können dort direkt einspeisen. Prinzipiell gilt keine landwirtschaftlichen Flächen für Solarparks. Es gibt ausreichende Möglichkeiten, welche vorrangig genutzt werden müssen. Hierfür stehen wir selbstverständlich als Bürgerinitiative Solarpark Enzkirchen zu 100% hinter dem Vorhaben und wollen dies mit unseren zur Verfügung stehenden Kräften unterstützen. Der kommunale Frieden ist eines der höchsten Güter. Ebenso die Zusammenarbeit von Bürger, Gemeindevertreter und kommunale Vertreter. Gemeinsam statt einsam. Nun folgt für alle Verantwortlichen, unsere Netzbetreiber, das Bayernwerk in die Pflicht zu nehmen, erneuerbare Energien langfristig, energieeffizient und gemeinnützig zu planen. Das Geld muss in der Kommune bleiben, es wird dringend gebraucht. Die ELA, das Energiewerk Landkreis Aschaffenburg, ist im Aufbau und wird sicher gelingen, da wir alle eine Verantwortung für unsere nachfolgenden Generationen haben. Das Projekt Solarpark Enzkirchen ist uns allen eine Herzensangelegenheit. Es ist unsere Heimat. Und es heißt Oberer Kahlgrund und nicht Oberer Solargrund. Mit dem Umspannwerk im oberen Kahlgrund werden sämtliche erneuerbare Energien effizient direkt vor Ort genutzt. Eine Stromtrasse bis in die Weiberhöfe nur für ein Projekt ist sicher nicht wirtschaftlich und sicher von der Allgemeinheit nicht gewollt. Bürgerinitiative Solarpark Enzkirchen. So wurde das heute versendet. Das klingt schon mal sehr gut. Das jetzt heißt, was wurde gestern besprochen in der Gemeinderatssitzung? Also fällt das jetzt komplett flach oder wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich das so vorstellen, dass es einfach jetzt erstmal auf Eis liegt, weil durch unsere Bedenken und Einwände dann die wirtschaftliche Situation, die dazugekommen ist, als der Ursprungsgedanke in Schöllkrippen gestartet ist von diesem Projekt, gab es natürlich noch andere Einspeisevergütung und. Ja, dann darf man sich nicht die Zinssituation in der heutigen Situation, wo wir sind, schönreden. Das wird ja auch nicht besser. Und das gesamte Konstrukt ist natürlich jetzt auch noch auf diesen großen Widerstand gestoßen. Ich bin einfach nur froh und dankbar, dass da auch jetzt erst einmal eine kurze Atempause reingekommen ist. Ja. Die Gemeinde Schöllkrippen, so wurde es gestern besprochen, hat ja noch mehrere größere Baustellen zu stemmen, wie die Aschaffenburger Straße und dann der Neubau von der Kultur- und Sporthalle.
Und dann würde sicherlich irgendwann einmal der finanzielle Rahmen auch da den Haushalt eben sprengen. Und das sind jetzt mehrere Faktoren, die für uns, sage ich mal, gut in die Karten spielen. Und es ist ja auch so, wir brauchen ja generell ein gutes Konzept, um das langfristig und zukunftsorientiert eben planen zu können. Mhm. Und ich glaube, durch die ELA ist das jetzt auch in einem richtig guten Zusammenschluss. Und ich glaube auch, dass das relativ schnell Fahrt aufnimmt, weil sich immer mehr da öffne. Und auch komplett dieser ganze Verlauf von unserer Bürgerinitiative und nicht nur wir, sondern es gibt ja ganz, ganz viele. Aber jetzt heimatbezogen für die Bürgerinitiative Solarpark Enskirchen gesprochen, sehe ich das schon einmal als top an, dass wir da gehört und auch gesehen werden, dass jeder persönlich, der hier im Karlgrund zu Hause ist, sich da damit auseinandersetzt, was kann er da dafür tun und sich auch interessiert, mit denen Gemeinderäte spricht oder mit den Bürgermeister spricht, was ist denn bei uns geplant oder wie sieht es denn aus? Und wenn die sich alle an einen Tisch setzen, kann nur was Gutes dabei rauskommen, weil wir brauchen eben auch diese energetische Sicherheit. Das ist ja gewisserweise auch eine Einladung an alle Bürger und Bürgerinnen, sich da in irgendeiner Form einzubringen, ne? Wo man sich vielleicht irgendwo gerufen fühlt oder ja, es auch seine Stimme mit einzugeben in das Ganze und nicht zu denken, ah, ich kann da eh nichts ausrichten oder ja, es fängt halt schon. Viele fühlen sich dann vielleicht so klein, denken, naja, die machen eh was sie wollen oder so. Und, aber vielleicht hat das jetzt doch gezeigt mit unserem Film und allem. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur da dran liegt oder ob auch an anderen Dingen, dass man eben doch was ausrichten kann, wenn einem etwas nicht gefällt, wie es geplant ist. So ist es, also ein Stück weit zumindest, weil vom Tisch ist es ja, wie gesagt, nicht. Ja. Aber ich sage mal so, wenn die Interesse verstärkt da ist, dass man schon allein in die Gemeinderatssitzung geht oder wenn man mal nicht kann, dass man sich auch so ein bisschen abspricht. Man hat ja Nachbarn, man hat Freunde, man hat Bekannte in der Gemeinde und dann einfach da im Gespräch bleibt, so ist man informiert und kann einfach aktiv da auch mit gestalten und mitdenken. Und das ist ja das Anliegen, weil die Bürger haben es ja in der Hand letzten Endes. Ja. Leben wir ja alle hier zusammen. Ja, es wäre von Vorteil oder ist von Vorteil für die beiden Gemeinden, für alle Gemeinden hier im Karlgrund, dass man zusammen an einem Strang zieht. Ne? So ist es. Angelegenheit. Und die Frage wäre jetzt noch, was dann den Privatinvestor betrifft, wurde da irgendwie was gesagt, ob der jetzt komplett da raus ist oder weißt du da irgendwas? Nee, also er hat auch der Sitzung beigewohnt, also war da auch vertreten, aber in der Gemeinderatssitzung hat man ja kein Wortrecht oder Stimmrecht in dem Moment, wenn man da nicht aktiv im Gemeinderat ist und somit ist halt eben genau das so vorgestellt worden, dass sie erst einmal alles prüfen wollen mit unserem Netzbetreiber und es ist halt so, das Netz muss definitiv erneuert werden, um die erneuerbare Energien fließen zu lassen. Und damit ist schon einmal wieder eine Tür offen, sage ich jetzt mal. Ja, das klingt und in diesem Sinne zunächst mal nach einem ersten Sieg, sage ich mal, zwischen. Oder, ja, ja, ich will nicht sagen Sieg, weil man will ja an einem Strang letztendlich ziehen. Ne? Ja. Das ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Es geht einfach darum, halt das Projekt auf eine gute Schiene zu heben, sage ich jetzt mal. Ja, und wir haben ja jetzt Verstärkung. Ja. Ja, wunderbar. Ja, wir freuen uns sehr und ich sage Dankeschön, dass wir die Stellungnahme kurz verlesen durften und dass du auch immer bei uns so zur Seite stehst, liebe Jeanette. Ja, natürlich. Also ich werde immer wieder berichten, wenn es was Neues gibt. Das mache ich sehr gerne. Und ich bleibe bei meinem Motto, wir bleiben dran an der Sache. Und sehen, wie es weitergeht. So machen wir es.